Und ein herzliches Willkommen noch einmal zurück zu Ghost of a Tale mit mir von der Let's Besters Hobby. Und ich muss euch jetzt leider sagen, ich weiß jetzt nicht, was hier passiert ist. Ich habe wohl aus Versehen, ich hatte zuerst bei Tastenkombination denselben Knopf für einmal Aufnahme beginnen und nochmal drücken, Aufnahme beenden. Eingespeichert, großer Fehler, denn meine Tastatur denkt manchmal, ich drücke zweimal, dabei drücke ich nur einmal. Ich habe eigentlich schon 20 Minuten gespielt. Und es hat eigentlich nur noch nicht mal eine Sekunde aufgenommen. Wenn ich das Video gucken wollte, war da ja 0 Minuten, 0 Sekunden bis 0 Minuten, 0 Sekunden. Eigentlich nur ein Bild. Und ja, scheiße. Ja, und gut. Ich weiß jetzt nicht, was ich in diesen 20 Minuten, also ich habe es ehrlich gesagt wirklich vergessen, was ich da alles eingesammelt habe. Jetzt habe ich bei automatischen Spielpunkten geguckt und bin quasi 18 Minuten wieder zurückgegangen. Und ich nehme an, in diesen 2 Minuten, die da quasi fehlen, habe ich nicht viel gemacht. Denke ich zumindest. Keine Ahnung. Und dann gehen wir jetzt einfach hier mal durch, wo ich jetzt eigentlich hin soll. Denn ich habe in den 20 Minuten eigentlich nichts weiter gemacht, als hier zum Kommandanten zu gehen. Und hier von ihm diesen Schlüssel zu klauen. Das machen wir jetzt gerade nochmal. Taschentuch können wir von mir aus auch noch mitnehmen. Dankeschön. Dann können wir nämlich hier diese Truhe öffnen. Wo ich da einen Schlüssel benutze. Und Weitläuferkapuze. Hey, hey. Fehlt uns noch der Gürtel. Und ja. Ach, scheiße. Genau, erst in der... Erst in der Stunde. Um 18 Uhr kommt der Kommandant erst wieder zurück. Okay. Du schon wieder. Was gibt's? Man hat mir gesagt, dass der Kommandant mich sehen will. Da muss es heute Adrecke sein. Der Kommandant arbeitet nachmittags im Kontor des Hafenmeisters. Er wird heute Abend gegen 18 Uhr zurück sein. Ja. Und demnach. Unten rechts sehen wir, haben wir jetzt 5.13 Uhr. Das heißt, ich drücke jetzt mal auf Aufnahmepause. 5.15 Uhr. Das dauert nämlich eine Weile, bis wir 16 Uhr haben. Bis gleich. 18 Uhr. Also 6 Uhr, ne? 6 PM. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Hoffe ich. wir sind ja kurz davor. Wir können jetzt ja unten rechts sehen. 5.56 Uhr. Und was mir ja noch aufgefallen ist, na gut, das sehen wir dann gleich. So, 5.59 Uhr. 6 Uhr. Sehr schön. Kann ich dir weiterhelfen, Drecke? Ich muss mit dem Kommandanten sprechen. Komm rein. Auch wenn ich nicht kommen sehen habe. Ist er jetzt wohl da. So, ich hatte hier schon alles durchgeschaut. Hier ist nirgendwo etwas drin, außer hinten im Zimmer. Da gehen wir jetzt direkt hin. Nämlich in dieser Truhe haben wir eine Haarbürste. Was ich aber nicht gemacht hatte, war eine Oftnutzer-Haarbürste. Diesen Gegenstand mal zu untersuchen. Eine Haarbürste mit dem Initialen des Kommandanten der Garnison. Und weiter unten steht leider immer noch nichts. Okay. So, mehr gibt es hier nicht zu sehen. Ah doch, königliches Beinkleid, siehst du? Hätte beinahe vergessen. Diese Kluft basiert auf dem zeremoniellen Gewand von König Nor, dem großartigen legendären Kriegerkönig. Auf Triptycha oder Triptyra, die von seinem Leben erzählen, trägt König Nor immer eine goldene Krone, einen langen weißen Bart, eine prächtige, perlenbesetzte Tunika, ein königliches Beinkleid, ein elegantes Paar Strümpfe und Schuhe. Schön. Nichts drin im Nachttopf. Hier drin ist so stickige Luft, die machen wir mal ins Fenster auf. So, da war nichts drin. Da war auch nichts. Okay. Wir schließen mal lieber die Tür nicht. Das heißt, wir waren hier drin. Och. Oh, diese dieser Lichtstrahl. Wo kommt denn der her? Ah, ist ein Fehler. Jetzt ist auch nicht mehr da. Okay. Was ich aber noch nicht... Und doch, das hier hatte ich auch noch. Zwischenbericht von der Küste.
So, Ereignisprotokoll. Ereignisprotokoll. Soldat Hart. Zu 2 Tagen Verlies verurteilt wegen Missachtung der Kleidungsvorschriften im Burghof. Soldat Eingar. Schädel von Zugbrücke eingeschlagen und Versagen der Seilwinde. Mechanismus immer noch instabil. Soldat Gaff. Nach heruntergefallenem Fassenzustand bleibender Verwirrung. Ich glaube, das waren wir. Relativ. Am Anfang vom Verlies, wie wir am Rauslaufen waren, ne? Hatten wir noch einmal ein Fass runtergeschmissen. Also runtergerollt auf eine Wache. Ich glaube, das war der Soldat Gaff. Soldat Döttel wettete 2 Florinen, dass er über den Abgrund springen kann. Stand auf den Morgenstadt. Soldat Schree auf den unteren Ebenen von Spind getötet. Soldat Parkov auf einen zerbrochenen Glas Schneckenschleim ausgerutscht und hingefallen. Waren wir das? Soldat Snorr, betrunken im Dienst, 1 Woche lang der schreienden Tür zugewiesen. Soldat Flack, von fliegenden Flasche getroffen und in Ohnmacht gefallen. Könnten auch wir gewesen sein. Soldat Nils, wegen Diebstahls offizieller Dokumente angeklagt, sitzt im Verlies in Gewahrsam. Und das hier wollte ich mir mal angucken, die Harfe. Okay, können wir nichts mitmachen? Haben wir hier oben etwas? Nö, sieht nicht so danach aus. Da haben wir noch ein Päckchen Getreide. Das nehmen wir auch noch mit. Hier haben wir noch eine Truhe. Ja. Na gut. Oh, was haben wir hier? Oh, okay. Kommandant! Aha, Recken nehme ich an. Sie haben nach mir gerufen, Herr Kommandant. Das ist richtig. Ich muss schon sagen, dass wir nicht mit dir gerechnet haben. Deine Papiere über den Transfer sind gestern Abend erst hier angekommen. Du bist ja noch kleiner, als ich gehört habe. Nichts von großer Statur, aber große Mutes, Kommandant. Rüber. Dann willkommen in der Burg die Ruin. Heißt das nicht Burg die Ruin, Kommandant? Das lassen wir mal lieber. Wir lassen den Kommandant natürlich eher in Recht. Sonst fühlt er sich vielleicht noch gekränkt. Danke, Herr Kommandant. Es wird dich interessieren, dass die Burg nach dem Helden Diluim benannt wurde, dem Helden des Krieges gegen die grüne Flamme und, was ich mit Stolz sagen kann, einer meiner Vorfahren. Sie sind ein Nachkommen des Helden Diluim. Väterlicherseits. Ja, es ist gar keine große Sache. Man sagt, Diluim selbst lege in den Katakomben unter dieser Burg begraben. Und in klaren Mondhellnächten streife sein Geist immer noch durch die Korridore. Spukt in der Burg, Kommandant? Ein Geist? Das haben in all den Jahren zumindest viele behauptet. Seltsam. In dieser ganzen Zeit habe ich ihn nie gesehen. Kriegst du da eine Laute? Ja, Herr Kommandant, ist es ein Problem? Den Kommandanten fragt man lieber nicht nach einem Problem, also ob er ein Problem hat. Das klingt ein bisschen blöd. Ich wollte sie nicht in der Kaserne liegen lassen, Herr Kommandant. Es gehört nicht des Honor, aber ich werde es gestatten. Ich bin selbst so eine Art Musikant. Ach, wirklich? Oh ja, wir müssen unbedingt mal zusammen spielen. Und jetzt habe ich eine Aufgabe für dich. Natürlich, Herr Kommandant, steht zu Ihren Diensten. Tyrus Volker, unser Wärter, ist verschwunden. Seit dem letzten Blutmond hat ihn niemand mehr gesehen oder von ihm gehört. Blutmond. Breath of the Wild, Zelda. Man hat in seiner Kammer ein Tagebuch gefunden. Darin wird beschrieben, wie eine Schmugglerbande aus dieser Burg heraus ihr Unwesen treibt, unter der Führung eines Schurken, den sie Meister nennen. Wenn es stimmt, was hier steht, sind 5 Wachen dieser Garnison daran beteiligt. Ich will, dass du... Sprich mir den Schmied... Ich will, dass du diesen 5 Schmuggler auf die Schliche kommst, Ricke. Finde heraus, kehre zu Kommandanten zurück. Verschwunden Wärter. Achso. Finde heraus, was mit dem Wärter ist. Der Meister auf die Schliche kommen. Entdecke die wahre Identität des Meisters und demaskiere diesen sogenannten Meister. Das ist ein defizites Unterfangen, Ricke. Ich will, dass du dabei äußerste Diskretion walten lässt. Ich schlage vor, dass du mit deinen Ermittlungen in der Schmiede startest. Ich habe das Gefühl, dass der Schmied über Beine alles Bescheid weiß, was hier so vor sich geht. Okay, und wenn ich scheitere, frage ich mal lieber nicht. Wir werden nicht scheitern. Der Wärter. Zeit vergessen, weiter zu drücken. Der Wärter. Denken Sie, dass er noch in der Burg ist, Kommandant? Sehr gut, Herr Kommandant. Ich sollte jetzt gehen, Herr Kommandant, mit Ihrer Erlaubnis.
Der Kommandant des Fürsterwärter wurde ermordet. Gut, das wissen wir ja, denke ich mal, noch nicht. Genau das sollst du herausfinden, Soldat Recke. Okay. Natürlich, natürlich. Ach, Recke. Meine Tür steht dir immer offen. Metaphorisch gesprochen, natürlich. Wir haben beim Personal einfach an allen Ecken und Enden Not am Mann. Ich kann nicht garantieren, dass ich immer hier mein Büro sein werde. Nachmittags findest du mich unten im Kontor des Hafenmeisters. Wir müssen allerhand alle, wo wir nur können. Das Kontor des Hafenmeisters, Herr Kommandant? Ich habe keine Scheu, mir meine Pfoten dreckig zu machen, Herr Kommandant. Ah, du hast dich noch nicht runter an den Hafen gewagt? Ist das Fest im Moment nicht geschlossen, Herr Kommandant? Natürlich. Diese Spinnen. Ja, dann müssen wir dir auf jeden Fall irgendwann eine Führung geben. Weitermachen. So, ich habe eben gerade, habe ich gesehen, direkt eine Mission bekommt, dass ich wieder zu ihm zurück soll. Begib dich zum Westtor. Das sind die ganzen Dings. Eine Flöte der Diebe, Blumen. Rückkehr des Stiers, sprich mit Gusto. Öffne und durchsuche sie das Feldkiste. Der König von Morida findet einen Bar, also sprich mit dem Schmied. Suche den Wärter, kehre zum Kommandanten zurück. Ah, ich hoffe, das habt ihr gesehen. Ich war im Brunnen. Ich hoffe, das war nicht in diesem Teil, der nicht aufgenommen hatte in der Hinsicht. Ich hoffe es zumindest. Der verschwundene Wärter. Okay, kehre zum Kommandanten zurück. Wir sind ja gerade hier. Entdecke die wahre Identität des Meisters. Gut, wir sind ja gerade hier, dann sprechen wir den gerade mal nur drauf an. Recke, was kann ich für dich tun? Herr Kommandant, ich fürchte, der Wärter wurde ermordet. Ich stecke mitten in der Ermittlung über den Schmugglerring. Was wissen Sie über Sie? Lassen Sie Signalwachen, Herr Kommandant. Oh, das würde ich auch gerne mal wissen. Silas wächst. Was? Wächst? Wachstaffe? Wachstaffe? Keine Ahnung. Warum fragst du das? Ist nur ein Teil meiner Ermittlung, Herr Kommandant. Freut mich zu sehen, dass du so gründlich bist. Er ist ein guter Soldat, gewissenhaft diszipliniert, bleibt für gewöhnlich für sich. Er trinkt manchmal gerne einen über den Durst, aber wer von uns tut das nicht? Er wurde vor ein paar Jahren degradiert, irgendein Vorfall im Norden, wenn ich mich richtig erinnere. Merkwürdige Geschichte, er hat selbst eine Versetzung in diese Garnison beantragt. Hat einen ziemlich komfortablen Posten aufgegeben, wenn ich mich nicht irre. Okay. Und jetzt gehen. Okay, scheinbar wurde der Wärter ermordet. Ermordet? Bist du sicher? Ja, genau. Ich habe seine Leiche unten im Brunnen gefunden. Welche Beweise hast du dafür? Stimmt, der Obolus. Das hier, Herr Kommandant. Ich habe den Obolus des Wärters. Ist das sein Blut? Danke, Recke. Herr Kommandant, soll ich meine Ermittlungen dieser Sache fortsetzen? Nein, nein, überlass das mir, Soldat. Du kannst gewiss sein, dass der Mörder seine gerechte Strafe findet. Nun, danke für deine Hilfe in dieser Angelegenheit, Recke. Ich würde im Gegenzug gerne etwas für dich tun. An was haben Sie gedacht, Herr Kommandant? Nun, dann wollen wir mal sehen. Deine Rüstung, Recke, sie sitzt ganz schön schlecht, oder? Ich meine, sieh dich nur an, du kannst ja kaum darin laufen. Ich lasse sie vom Schmied etwas anpassen, wenn du willst. Etwas weniger Gewicht vielleicht. Den Bauchreifen kürzen und die Beinschienen anpassen, damit du dich besser darin bewegen kannst. Oh, cool. Oh, und er sollte dich über die Fallen informieren, angesichts der ganzen Probleme, die wir mit den Spinnen haben. Aber eins nach dem anderen, hm? Also? Der Kommandant greift zu Papier und Feder und beginnt zu schreiben. Nachdem er seinen Namen darunter gesetzt hat, faltet er das Schriftstück zusammen und versiegelt es mit Wachs, bevor er es dir gibt. Gib das dem Schmied. Er wird wissen, was damit zu tun ist. Cool. Ich sollte jetzt gehen mit ihrer Erlaubnis wegtreten. Ja, Mensch, coole Sache. Das ist ja nämlich ein Problem hier mit der Rüstung, dass wir wirklich so extrem langsam sind. Wenn wir wirklich da zu diesen Spinnen runtergehen würden, dann, ja. Wenn wir da so langsam sind, das ist echt kacke. Boah, das mit den Lichtstrahlen ist cool.
Außer hier, wenn es hier durch die Wand scheint, obwohl da nichts ist. So, ist unsere Laterne eigentlich noch an? Ja. Voll. Wir haben schon wieder Abend. Kann ich dann auch wieder hüpfen? Das wäre ja cool, wenn ich dann, wenn die Rüstung so weit angepasst wird, dass ich wieder hüpfen könnte. Habe ganz vergessen zu gucken bei dem König, ob der einen Schlüssel bei sich trägt. Ob ich den beklauen könnte, ich weiß es nicht. Ja, der Schmied ist jetzt natürlich weg. Das heißt, wir gehen erstmal hinten um die Ecke und proben mal bis zum nächsten Tag. So, eine Runde schlafen. Gute Nacht. Gutes Nächtle. Also es kann gut sein, dass dieser Teil hier mal ein bisschen länger geht, weil ich halt vergessen habe, wieder meine Stoppuhr einzuschalten, wie ich jetzt angefangen hatte, wieder aufzunehmen. Wo der Kommandant dann wieder in seinem Büro war, in seinem Zimmer. So, wie sollen wir den Schmied reden? Rolo. Ha! Ist der roten Pfote beigetreten, wie ich sehe. Wir haben ja schon die ganze Zeit hier oben links bei meinem Leben, wie man sieht. Kann ich mit irgendetwas weiterhelfen, Soldat? Ich bin leider knapp bei Kasse, kannst du mir nicht irgendwie anders helfen? Ich sage, das ist Reins Labyrinth. Kannst du mir helfen, eine Rede zu setzen? Ich habe da ein paar Dinge, nach denen ich suche. Ich suche verschiedene Kleidungsstücke. Ich habe da mal eine Frage. Ich habe von einer Schmugglerbande gehört, die von dem Meister angeführt wird. Mach mal gleich Schmied. Ich habe einmal so wirklich vom Kommandanten. Tatsächlich? Er sagt, du wüsstest schon, was damit zu tun ist. Ja, tatsächlich. Der Schmied nimmt die Papiere, bricht das Siegel und liest. Na schön. Also, ich kann entweder deine Rüstung verbessern oder dir alles über die Spinnenfallen beibringen. Kannst du es dir aussuchen? Warum nur eines von beiden? Der Kommandant sagt doch beides. Über die Spinnenfallen beibringen. Kannst du aussuchen. Komm, die Rüstung. Mal sehen. Ich kann einige Teile kürzer machen und die Brustplatte ändern. Dadurch wird sie insgesamt leichter und du könntest viel besser darin laufen. Vielleicht könntest du sogar kurze Strecke rennen. Aber dafür musst du die Rüstung für etwa, sagen wir mal, 6 Stunden bei mir lassen. Na schön, hier hast du meine Rüstung. Zieh meine Rüstung aus und gib sie dem Schmied. Dann also 6 Stunden und keine Sekunde früher. Bin ich jetzt schnell. Na gut, dann gehen wir einfach mal schlafen noch einmal. Schlafdauer 1 Stunde, 2, 3, 4, 5, 6. Ehre zum Schmied zurück. Brauchst du was, Maus? Nimm meine Rüstung. Wie weit bist du mit meiner Rüstung? Sie ist fertig. Der Schmied sammelt die einzelnen Rüstungsteile ein, die in der Schmiede verstreut liegen, und zeigt sie dir. Nicht gerade perfekt, aber du wirst einen Unterschied merken. Wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich es noch besser machen. Na schön, brauchst du noch sonst irgendetwas? Ja. Wie ist los? Frag mich etwas. Also er könnte meine Rüstung einen Schnapp besser machen. Meine Frage. Ach, was willst du wissen? Und zurück. Kann ich dir weiterhelfen? Kannst du mir helfen, mich zurechtzufinden? Hilfe, Rätsel lösen. Ich suche, kannst du mir helfen? Kleidungsstücke? Hört doch meine Frage. Ich habe von einem Schmuggler. Okay. Darüber können wir hier nicht sprechen. Triff mich nach Einbruch der Dunkelheit unten am Strand. Und Maus, pass lieber auf, mit wem du bis dahin darüber sprichst. Kann ich dir sonst noch weiterhelfen? Danke, nein. Unten am Strand? Da komme ich doch gar nicht hin. So, jetzt schauen wir mal. Kleidung. Wo haben wir es denn? Da.
Tempo beim Rennen ist immer noch 0. Was soll denn der Mist? Hüpfen geht auch noch nicht. Gut, ich bin vielleicht ein bisschen schneller. Und das hat es aber voll nicht gebracht. Hätte ich doch nur die etwas über diese Spinnenfallen gelernt. Na gut. Ja. Mission. Entdecke die wahre Identität des Meisters. Ja, das wird ein bisschen schwer. Triff den Schmied auf den Klippen. Da komme ich gar nicht hin. Die ganze Tür öffnet und durchsuche Silas Feldkiste. Silas Feldkiste, okay. Was ist eigentlich jetzt? Jetzt weiß ich schon beim Kommandant. Jetzt dürfte ich mit denen doch sprechen können, oder? Ein Gefangener ist ausgebrochen. Halt auch schon nach ihm. Weißt du, wer es ist? Eine Maus, ein Niemand. Der Wetter ist aufgetaucht. Tot. Man hat ihn in den Brunnen geworfen. Ein besseres Ende, als er verdient. Okay. Okay. Das heißt, er hat den Wetter nicht gemocht. Merkwürdig. Irgendein Spitzgesicht hat Jerubs Tuch mit seiner Waffenfarbe gestohlen. Er braucht schon den Schnodderlumpen einer Ratte. Drei Passierscheine sind verschwunden. Wusstest du das schon? Nein, ich hatte keine Ahnung. Wer ist dafür verantwortlich? Ich weiß nicht. Irgendein Spitzgesicht. Der Kommandant hat wegen der Sache alle Urlaubstage für diesen Monat gestrichen. Ich werde wohl wieder den Geburtstag meines Sohnes verpassen. Mal sehen. Mir fällt nichts ein. Okay, da haben wir doch schon mal ein bisschen was rausgefunden. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal hoch zum Silas. Gucken halt nochmal in seine Kiste da rein, keine Ahnung. Zum Glück ist der Korb hier unten. So, gehen wir mal hier rein. Oben ist die Kiste, nehme ich mal an. Die Kiste hier, wahrscheinlich die Feldkiste. Stell Silas zur Rede. Warum? Die Figur einer Maus, die in der Feldkiste der Signalware waren. Die Figuren einer Maus, nicht einer Ratte. Zwei Ludkas, eine männliche und eine weibliche, die im Besitz einer Ratte waren. Seltsam, keine Maus würde ihre Figuren jeweils freiwillig hergeben. Okay, soll Silas zur Rede stellen? Ob das gut ist, weiß ich nicht. Okay, Flaschen habe ich voll. Gut, bevor ich mir das jetzt versau mit dem Silas, gehe ich erstmal hier rein, speichere mal ab. Und dann spreche ich mir den mal drauf an. Soll ich ja laut Auftrag. Was machst du denn schon wieder hier? Hast du Schiss bekommen? Warum hast du Figur von einer Maus in deiner Feldkiste? Du hast mein Eigentum durchschnüffelt? Diese Ludkas gehören dir nicht. Gehören sie etwa dir? Wie du willst, hier. Dir sollte bekannt sein, was diese Figuren bedeuten. Du hättest sie nicht annehmen sollen. Du kannst mir vertrauen. Was denn?
Das wird sich herausstellen. Verzeih, ich muss gehen. Interessant, interessant. Er selbst ist ja keine Maus, dafür ist er viel zu groß. Wie wäre es, wenn wir mal nochmal mit den zwei Gefangenen reden? Ich glaube, mit dem muss ich sowieso mal wieder reden, ne? Ich muss nochmal nachgucken, tut mir echt leid. Begib dich zum Westtor. Achso, darf ich sogar schon. Sprich mit Gusto und Fatale, genau. Silas weiß, dass du seinen Fernglas gestohlen hast, also. Triff den Schmied auf den Klippen, das geht ja noch nicht. Entdecke die wahre Identität des Meisters. Das ist bestimmt Silas. Irgendwie. Habe ich das Gefühl, ich weiß es. Oder der Wärter wusste es und der Kommandant ist es. Und damit der Kommandant nicht auffliegt, lässt er alle Überstunden scheffeln. Kann ja sein, ich weiß es nicht. So, was wollte ich eigentlich gerade machen? Jetzt habe ich euch gesagt, was ich machen will. Hier zum Westtor? Nee, eigentlich wollte ich doch... Hä? Ich weiß es nicht mehr. Achso, zu den zwei Gefangenen gehen. Genau. So, das heißt, ich gehe dann wohl gleich runter zu den Katakomben. Bin ich ja mal gespannt. Guck mal, dem fällt einfach nicht auf, dass die Tür hier offen steht, ne? Dino Fatale, eine Maus, die wie eine Wache gekleidet ist. Gibt das nicht eine Bezeichnung dafür? Ja, Verräter. Ich brauche es zurück. Tut mir echt leid, ich habe diese Flöte immer noch nicht. Ich frage mich, warum sie euch nicht ins Hauptverlies gesteckt haben. Warum? Ist doch egal, warum. Bitte gebt es mir. Silas weiß, dass ich es genommen habe. Du wurdest erwischt, hm? Ah, er ist kein zweiter zu lange, das ist gewiss. Die Ratte würde sich noch nicht mal an ihr eigenes Fernglas erinnern, wenn zu lange es genommen hätte. Ja, der hat es echt drauf. Es gibt keine Gitterstäbe, die zu lang aufhalten können. Er kommt und geht, wie es ihm gefällt. Man sagt, dass er einmal vom Burg die Ruin geflohen ist, verkleidet als Baron Ostrich, höchstpersönlich. Zu lang ist einfach der Beste. Ich würde ihn so gerne treffen. Ich auch. Ich würde alles dafür geben. Selbst dieses Fernglas. Ah, ich brauche die Baron-Dinger. Tja, kein Schimmer, wo es die gibt. Vielleicht unten in den Katakomben. Okay, ich glaube, entweder habe ich die falsche Antwort gegeben. Oder die hätten mir auch sowieso nicht die Sachen gegeben. Auf jeden Fall, laut meiner Stelle... laut meiner... Stoppuhr haben wir jetzt 21 Minuten. Wahrscheinlich sind wir, wie gesagt, schon drüber. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, von vorne bis hinten... Und verzeiht mir, dass irgendwie 2 Minuten fehlt oder so. Keine Ahnung, was ich da gemacht hatte. Ich hoffe, dass der Brunnen im letzten Teil noch zu sehen war. Ansonsten tut es mir echt leid. Aber gut. Das war es wieder mit Ghost of the Tale mit mir. Follower, Let's Play als Hobby. Viel Spaß auf meinem Kanal und auf YouTube generell. Und tschüss.